mehr brauche ich Holz. Das sollte jetzt nicht das krasseste der Probleme sein. Okay, hier kann ich nicht hin. Warum auch immer. Was sind wir denn genau? Sind wir die Außenwand abgelaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ob wir die abgelaufen sind. Ich werde noch ein bisschen Schwefel abbauen. Dass wir uns noch mal ein paar Bodenfackeln bauen können. Vier Stück kommen wir erstmal hin. Mit den vier Stück kommen wir definitiv erstmal hin. Sauerstoff nehme ich auch weiterhin mit. Auch wenn wir da noch einen guten Vorrat haben. Oh, Gewittersturm schon wieder. Das ist scheiße. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass bei uns in der Base was eingeschlagen ist, weil dann haben wir nichts mehr. Gar nichts mehr. Das wäre extremst übel. Das Problem ist, jetzt muss ich quasi noch ein paar Bäume fällen, dass ich mir schnell noch ein Shelter bauen kann. Weil jetzt ja der Gewittersturm kommt. Ich hätte auch gern mal, dass mal ein Tag, wo gar nichts ist. Weder ein Gewittersturm noch sonst was. Das wäre auch mal toll. So, Herstellung. Pillar. Ich hoffe wirklich, dass unsere Hütte das aushält. Beziehungsweise, dass da nichts einschlägt. Ich hoffe, dass das nur in der Nähe des Spielers einschlägt. Also, sage ich jetzt nicht direkt in mir selber, aber dass halt eher im Gebiet des Spielers, wenn was einschlägt. Das wäre besser. Waren wir hier? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir die Höhle sogar schon mal betreten hatten. Jetzt erledigt. Wow, warum lebst du denn noch? Das ist jetzt echt ein bisschen kacke gerade. Das hier zählt nicht mehr als Höhle. Das ist gut zu wissen.
Hier bin ich zumindest sicher. Und hier in der Ecke zählt das auch nicht als als Höhleneingang, das ist gut, ja? Wenn ich ein Stück weiter gehe, ja, hier in der Ecke aber nicht. Geht da noch welche bauen? Einer noch. Steht natürlich wieder super. Nicht da, wo sie nicht hin soll. Oh, das ist die falsche Taste. Zumindest sind wir hier ein bisschen in Sicherheit gerade. Okay, das reparieren wir. Das reparieren wir. Das können wir nicht reparieren, weil wir die Werkbank dafür brauchen. Aber für eine Werkbank brauchen wir Holz und Fasern, sonst hätte ich hier einfach schnell eine hingesetzt. Lass ich erstmal aus. Ich muss die Reihenfolge ändern. So, den Feuerstab brauche ich viel, viel öfter. Also die Holzfackel als wie den anderen Scheiß. Wie tief ist denn diese Höhle? Alter Falter. Was? Ach, da ist noch so ein dämliches Drecksvieh. Egal. So, das könnte doch Kohle sein, ja. Das ist wieder Platin, das ist wieder wahrscheinlich Eisen. Das ist wahrscheinlich wieder auch Eisen. Es kann doch nicht sein. Dass ich hier echt immer nur Zeug finde, was ich nicht gebrauchen kann. Das ist der Hammer. Naja, immerhin habe ich hier eine Höhle erkundet. Und die ist zumindest schon mal so weit dicht gemacht, dass wenn mal irgendwie was ist, ich da sehr schnell Unterschlupf suchen kann. Aber ich hoffe halt jetzt echt, dass unsere Hütte noch lebt. Dass da kein Blitz eingeschlagen ist oder sowas.
Das wäre richtig bitter. Das wäre richtig, richtig bitter. Okay, allzu weit weg sind wir nicht mehr. Entweder sind hier Blitze eingeschlagen oder ich habe das hier abgefackelt. Das weiß ich selber nicht. Okay, das Haus scheint zumindest noch intakt zu sein. Das war schon mal viel wert. So, hat es Schaden bekommen? Sieht nicht danach aus. Ja, Gott sei Dank. Ja, das Eisenerz habe ich halt nicht mehr gefunden. So. Bim, bim, bim. Inventar, das kommt raus. Zack. Ich muss auf jeden Fall neues Schwefel holen. Na komm, das können wir ja eigentlich komplett reinschmeißen. Dann haben wir auf jeden Fall immer genug. So. Fell. Knochen. Bodenfackeln. Das Holz lasse ich drinnen. Das ist auch zur Herstellung. Fasern. Kann ich gleich irgendwo reinschmeißen. Sticks auch. Leder packen wir hier rein. Schmeißen wir die da rein. So. Die lege ich erstmal da hin. Die konsumieren wir. Aus vier Sträuchern einiges rausgeholt. Oh, auch die Karotten. Alter. Die Beete haben sich mal extremst gelohnt. Da ich von dem Sojazeug so viel habe, werde ich da jetzt aber nichts mehr von anbauen. Außer halt die zwei Felder da. Karotten. So. Ich probiere mal den Mais anzubauen. Wenn ich den anbauen könnte, das wäre nice. Ich glaube, ich vergrößere das hier alles auch noch. Obwohl, wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Also ich brauche... komm, dann tun wir noch ein paar mehr Sojabohnen anpflanzen. Ja, ich brauche Holz. Ich brauche definitiv Holz. Weil das klappt ja richtig gut mit dem Ernten. Und vor allem, wir mussten noch nicht mal groß was dafür tun. Wir haben einfach nur die Sachen da reingesteckt. Und die sind von alleine gewachsen. Wir mussten da noch nicht mal irgendwie was... gießen oder so. Das finde ich schon cool. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn man das im Gebäude machen würde, ob das funktioniert. Oder in der Höhle. Ob da was
wachsen kann. Oder ob man das dann irgendwie gießen muss oder so, das weiß ich nicht. Ist die Frage, ob es halt überhaupt funktioniert in der Höhle. Weil theoretisch bräuchten die ja eigentlich dann Sonnenlicht. So. Bevor ich es aber vergesse, ich erstmal meinen Bogen reparieren. Was? Habe ich keine... Ach, ich habe gar keine Fasern. Krass. Ach nee, Quatsch, Fasern waren das ja auch gar nicht. Das waren Knochen, die ich brauche. Hab ich gerade schon gewundert. Ich hatte doch sogar noch ein kleines bisschen 19 Stück. So. Ah, da ist was kaputt. Na, das hat auch ein bisschen was abbekommen. Und auch das Dach. Oh ja, das Dach hat gut was abbekommen. Ja gut, das war der Blitzeinschlag letztens. Aber hier ist halt auch ein dickes Loch schon drin. Ich glaube, Steinhaus wäre wirklich nicht verkehrt. So. Da brauche ich ein bisschen mehr von. Ich muss auch ein bisschen Schwefel holen fürs Oxid und auch für die Felder. Und da vorne haben wir nämlich ein bisschen Schwefel direkt. Wenn wir hier eine kleine Maisfarm auch machen könnten, wäre natürlich richtig cool. Vielleicht würde ich die sogar ein bisschen separat machen. In einem anderen Abschnitt. Da hinten noch ein bisschen mehr Schwefel ist. Aber ich brauche schon ein bisschen halt für die Felder und halt auch für den Sauerstoff. Apropos. Ein bisschen ernte ich mal ab. Wo wir nämlich nachher wieder Probleme bekommen. Wie gesagt, ich würde halt echt gern noch das Kupfer abbauen. Ich weiß gar nicht, ob ein Blitzeinschlag bei einem Steinhaus im Spiel Schaden anrichtet. Ja gut, wir haben halt jetzt ein Holzhaus. Und man wird doch direkt am Anfang nicht direkt Stein bauen können. Deswegen wird man sich trotzdem irgendwie was überlegen müssen. So. Ich glaube, da sollten wir jetzt ein bisschen mit hinkommen. Was machen die Tiere bei mir? Hey! Hä? Ich habe auf das Reh geschossen. Ich habe das Reh
getroffen? What the fuck? Ich habe genau auf den Kopf gezielt. Das war extremst strange. Alter, wie kommen die blöden Viecher denn jetzt alle in meinen Garten? Ich glaube, ich muss da Mauern drum setzen. Na, ja, das ist ja kacke, ey. Wir brauchen deutlich mehr Holz gleich. Das ist halt kacke, wenn die Viecher hier einfach rein können. So. Da tun wir ein bisschen rein. Da kommt ein bisschen rein. Dann stellen wir hier. Ach, scheiße, brauche ich auch Holz für. Ja, gut. Dann werde ich halt ein bisschen Holz herstellen müssen. Brauche ich ja sowieso für die Felder hier. Setze jetzt zumindest hier. Fackel brauche ich ja jetzt gerade nicht. Ja, komm, machen wir das mit Fenstern. Natürlich nicht optimal. Nach hinten werde ich das dann auch zumachen müssen, damit die hier nicht einfach rein können. Das ist natürlich ein bisschen bescheuert, ey. Stand erst ein Reh und dann stand auf einmal der Wolf auch noch bei mir. Was vorher noch nie passiert ist. Aber auf einmal hatten die Lust, bei mir vorbeizuschauen. Alles schön ist, wir leveln dabei auch. Wir testen alles mal so ein bisschen aus hier mit dem Hausbau. Man lernt ja bei jedem Hausbau wieder dazu, wie man es besser machen kann. Und wie gesagt, vielleicht werden ja irgendwann die Jungs auch sich das Spiel mal zulegen, wenn sie Bock haben. Dann kann man definitiv dann zusammen so ein bisschen bauen und so. Und dann habe ich schon definitiv, dann weiß ich schon mal, dass ich mich um den Hausbau kümmere, weil ich da sehr viel Erfahrung jetzt mittlerweile habe in dem Spiel. Zumindest gegenüber denen, wenn sie, gegenüber den Jungs, wenn sie denn sich das Spiel holen würden, dann hätte ich gegenüber ihnen halt einen riesigen, riesigen Vorsprung. Deswegen, dass ich das Haus halt auch auf dem Wasser gebaut habe, das habe ich halt auch nur in der Beta herausgefunden, nachdem ich das zweite Haus verloren hatte quasi. Also das erste Haus, das war ein Mini-Haus, das war nur aus, weiß ich nicht, 4 Teilen. Aber... wie heißt es? Die Sache war halt die, dass ich ja dann durchs Feuer gerannt bin und mir meine Bude abgefackelt habe, leider. Und beim zweiten Haus ist halt der Blitz eingeschlagen. Natürlich an der Stelle, wo ich nicht dran kam. Das war dabei noch deutlich ärgerlicher. Und ja, hab halt ein bisschen dazugelernt, wie das hier alles so am besten funktioniert. Weiß mittlerweile, wie ich das eine oder andere machen muss. Und wie gesagt, das kommt mit der Zeit, dass man da so ein bisschen erfahrener wird, je mehr man spielt. Und oh, so. Erstmal die... Ich brauche noch mehr Pillar, das ist doch viel zu wenig.
noch an Wänden wird das noch nicht reichen. So. Da. Da. Es war so klar. Es war so klar. So, zack, 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 zack. Voilà. Ne, du sitzt da hoch. Sehr gut. Ja, Pillar muss ich noch ein paar herstellen, da muss ich aber jetzt gleich auch noch ein paar Bäume für fällen wieder. Aber ich glaube, die Fläche sollte mehr als groß genug sein. So. Zack, zack, zack. Ja, ein paar Wände fehlen mir da noch. Ein paar Wände fehlen mir da noch. Und wie gesagt, ich muss ja die Dinger auch noch dann alle bauen noch. Also da kommt noch ein bisschen was zusammen. Sag ich mal, wenn die Jungs wirklich Bock hätten mitzumachen, dann würde ich gerne wirklich auf so einem Sandbox-Server, also so eine Sandbox-Lobby quasi machen. Dass wir da frei, wie wir Bock haben, spielen können und nicht auf die Missionsdauer angewiesen sind. Vielleicht werde ich da sogar dem nächsten Charakter erstellen schon mal. Und mit dem schon mal das ein oder andere herstellen. Weil der fängt ja dann auch wieder von Null an. Und dass man zumindest schon mal so ein paar Grundlagen hat. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Wir brauchen hier allein jetzt 4 Wände. Na gut, Fasern brauche ich auch noch, das ist klar. Eigentlich können wir, wie gesagt, unsere Mission schon abgeben, aber ich will halt noch ein bisschen hier Crafting machen. Damit ich es halt in späteren Missionen einfacher habe und dann nicht so den Zeitdruck habe. Weil, ich sag mal, wenn ich dann später in Gebiete rein muss, wo ich extremst gute Ausrüstung oder so brauche, da kann ich nicht warten, bis ich vom Crafting weit genug bin. Ich glaube, ich werde die Tür, die Wand auch austauschen. Das nervt mich nämlich ein bisschen.
Bauen wir noch eine Wand dazu. Wenn ich schon dabei bin, dann kann ich das jetzt auch direkt machen. Auf die eine blöde Wand kommt es nämlich dann auch nicht mehr an. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen überladen. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich schmeiß jetzt eh ein bisschen was ins Lager. So. Zack. Fasern habe ich gar nicht so viele, sehe ich gerade. Fenster, Fenster, Fenster. Die eine Wand, wie gesagt, die kloppe ich jetzt raus. Damit wir die richtig. Ich weiß nicht, wieso ich die falsch reingesetzt hatte. Ich glaube, dass das echt aus Versehen passiert ist. Hier nämlich jetzt ein geschlossenes Abteil komplett zum Ernten. So. Wie viele können wir denn davon herstellen? 10 Stück? Klar, warum nicht? Bauen wir mal 10 Stück. Verdorbenes Fleisch kann weg. Kann das sein, dass der Mais weg ist? Scheiße. Das ist schlecht. Kann ich die Werkbank verlassen? Die baut weiter? Nö. Sturm zieht auf. Oder? Doch, sie baut weiter. Sie baut wirklich weiter. Kriege ich gar nicht alle ins Inventar. So. Da habe ich die eben hier. Doch, ich habe den Mais hier. Ja, komm, ich baue erstmal die Felder auf. Ich könnte die wahrscheinlich auch alle nebeneinander stellen. Aber ich finde, so sieht das echt schöner aus. Ja, vielleicht mache ich die doch in zwei Abschnitten. Weil ich hatte die damals nicht genau gerade, glaube ich, gestellt, oder? Ich kann ja auch an der Wand auch noch welche hinstellen. Vielleicht baue ich die nicht bis zum Ende. Dann hole ich mir noch die restlichen, die oben liegen. So, drei Stück noch. So, hier sind Karotten. Karotten, hier kommen die Sojas. Soja, Karotten, Karotten. Sehr schön. So.
Das kann erstmal da rein. Das Fleisch schmeiße ich erstmal weg. Weil ich habe so viel Fleisch aktuell, das brauche ich gar nicht alles. Leder. Ich glaube, ich werde ein bisschen die Workbench reinschmeißen gleich. So, den Mais nehme ich mit. Oder direkt im Kompost. Komm. Mal gucken, ob wir auch Weizen anbauen können, ja. Aber erstmal den Mais. Nice, es klappt. Theoretisch, wenn ich sogar genug habe, kann ich die Samen-Dinger wahrscheinlich da drin lassen. Dann wächst der permanent nach. So, hier machen wir den. Das funktioniert. Doch, ja, funktioniert. Das ist mega nice. Das ist halt richtig geil. So. Das ist schon gekocht. Cool. Das Dach ist wieder kaputt. Das nervt halt echt ein bisschen. Ja, es ist halt, glaube ich, wirklich besser, wenn man ein Haus aus Stein bauen kann. Dann. Ich verstehe nicht, wieso die Wände überhaupt schon Schaden haben müssen. So, da schmeißen wir mal Holz rein, da schmeißen wir mal Fasern rein, da schmeißen wir mal Sticks rein, Leder, Knochen. Steiner. Da kann man hier nämlich dementsprechend ein bisschen Sachen schon mal vorab herstellen. Halt die Kupferbarren, das nervt mich ein bisschen. Was ist denn mit dem Steinzeug? Das kann ich wahrscheinlich nur... Nee, hier kann ich es auch nicht herstellen. Ja, keine Ahnung. Bin ich aktuell ein bisschen überfragt. Nach trinken müssen wir auch schon wieder was. Einfach einen Kopf aus dem Fenster. Das ist halt nice. Dann haben wir hier wirklich einen eigenen Garten. Das ist halt richtig geil. Hier haben wir Soja, hier haben wir die Karotten, hier haben wir den Mais, hier haben wir den Weizen. Das ist richtig cool. Ich glaube, da hätten auch Sidi und Steri, glaube ich, Spaß dran. So, jetzt überlege ich gerade. Läuft der Mais ab, wenn ich den hier reinpacke? Ja, da läuft er auch ab, okay. Schade. Ja, die Kochstelle, diese hier Kochstelle. Steinofen steht zur Nahrungszubereitung. Ja, ich kann hier aber nur Obstsalat, Wildsalat, Sahnemais und Tierfett herstellen. Also brauche ich rohes Fleisch für.
Das nächstbeste, wenn es keine Butter mehr gibt, okay. Du verfügst nicht über genug Material für dieses Rezept. Wieso? Was? Achso, für Wasser brauche ich wahrscheinlich. Ach, das ist ja nervig. Naja, egal. Habe ich zumindest schon mal das Tierfett da dran liegen. So. Jetzt sieht es aus beim Technikbaum. Lass mich mal überlegen. Ich brauche. Was brauchte ich denn jetzt? Ich glaube, die Seile, ne? Oder habe ich die schon? Nee. Hä, aber konnte ich die nicht in der Workbench schon herstellen? Ein Seil. Hä? Wofür brauche ich denn da dann eine Skillung für, dass ich die dann unterwegs bauen kann oder was? Weil es doch eigentlich dann Quatsch. Weil für diese Bank für Steinmetzarbeit, da brauche ich Eisennägel und Seile und Leder. Wie kann ich denn die Eisennägel herstellen? Da brauche ich. Ich brauche irgendwas, um Eisennägel herzustellen. Ich weiß allerdings gerade nicht, was. Was habe ich übersehen? Otterwerkeherstellung. Ein schmiedeeiserner Ofen zum Heizen. Feuerstelle. Ist echt zum Kochen, ne? Wie kann ich denn die scheiß Nägel herstellen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Wasserbombe, Seil. So. Kühlbehälter, oh, cool. Ja, da brauche ich Kupfernägel. Kupfer habe ich aber bisher noch gar keins gefunden. Ach, bestimmt beim Amboss, ne? Warte mal, jetzt ist es gerade ein bisschen dunkel hier drin. Ich sehe nur gerade die Fackeln nicht. Das ist sie doch, ne? Da ist ja gar nichts mehr dran. Wieso ist denn da nichts mehr dran? Wir haben so viele Stöcke. Ich hau da jetzt Stöcke rein. Ich habe gefühlt mittlerweile mehr Stöcke als Fasern. Wo ich eine Zeit lang viel zu viele Fasern hatte. So. Amboss. Kann ich, glaube ich, so nicht herstellen. Aber über die Workbench. Bench, da brauche ich 40 Eisenbarren für. Ich habe gar keine, oder was? Doch, 5. Super. Das heißt, ich muss definitiv Eisen holen. Naja.
Frage ist nur, wo hole ich das? Bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig als zumal kann ich hier drauf erkennen, wo eine Höhle ist? Wo sind denn hier Höhlen? Naja, kann ich hier jetzt auch nicht wirklich drauf erkennen, leider. Ha. Machen wir noch mal 50. Okay, so viel können wir nicht herstellen. Neue Level up. So, was haben wir denn hier? So, wir brauchen. Brauchen wir das denn überhaupt? Weil das Seil können wir doch auch so herstellen. Benötigt Talent Lederzerkleinerung. Das ist doch ein stinknormales Seil. Also kapiere ich nicht. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Na, ja, lass mal vielleicht beim Technikbaum erstmal da die Sachen erstmal so drin, ohne dass wir so. Sag ich mal, usen. So, jetzt durch den Hammer nochmal reparieren. Wie sieht's aus? Essen haben wir jetzt nicht wirklich viel gerade. Sauerstoff ist auch nur halb voll noch. Nämlich eine von den Flaschen mit. Die leere lasse ich hier. Also die halbleere. Kann ich irgendwas herstellen aus den Sachen, die hier drin liegen? Kann ich aus dem Weizen was herstellen? Da. Ich glaube nicht, ne? Aber aus den Karotten. Aus den Karotten kann ich was machen. Zack. Stapel teilen. Ich will ja nicht alle Karotten schon verwenden. So, Pfeile haben wir gerade genug. Wasser füllen wir gleich auf. Sauerstoff. Stapelteil nehme ich mal vorsichtshalber auch noch einen mit, aber eigentlich sollte man mit der Flasche auch ein bisschen hinkommen. Es sieht halt so geil aus, ne? Wie es hier langsam wächst. Sehr geil. Finde ich sehr cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das nice. So. Ist ja eh noch dunkel. Da können wir das noch ein bisschen durchlaufen lassen.
Also auf jeden Fall ein bisschen Eisen müssen wir haben. Vielleicht haben wir ja Glück und finden doch noch mal Kupfer. Auch wenn ich da schon fast irgendwie nicht mehr dran glaube mittlerweile. Aber naja, wer weiß. So, aus dem verdorbenen Fleisch kann ich Holzkohle machen. Verkohlter Mais, ah ja. Pilze habe ich auch noch nirgendwo gefunden. Thermoskanne. Ich frage mich, wo meine Thermoskanne herkriegt. Ah, das stackt wieder so dämlich mit 10. Das ist ja scheiße. Ja, dann mache ich 20 Stück und dann soll es das auch gewesen sein. Weil ganz ehrlich, was soll ich mit 3 Plätzen voll, wenn ich es halt so nicht gebrauchen kann? Wie gesagt, ich werde dann Richtung Wasserfall erstmal laufen. Mal gucken, ob da vielleicht eine Höhle ist. Und dann halt erstmal den Hang entlang laufen. Das können wir ausmachen. So. Ja, komm, die eine Möhre braucht noch 9 Sekunden. Ach ne, die ist durch. Okay. So, zack. Das haben wir, das haben wir. Schluck Wasser trinken. Haben wir auch das Wasser aufgefüllt. Dann können wir den Sauerstoff dran machen. Essen haben wir da. Trinken haben wir da. Sonst sieht das eigentlich alles gut aus gerade. Ja. Okay, wir gehen. Ist das die richtige Richtung? Ja, müsste es eigentlich. Oder? Da geht's Richtung Wasserfall. Paar Fasern natürlich einstecken und Stöcke, weil mir wird wahrscheinlich hundertprozentig gleich die Fackel nachher mal ausgehen. Wir sind gar nicht so weit weg. Ich würde gerne noch ein paar Wände bauen, schnell. Eine Tür. Dass, wenn wir da wirklich eine Höhle haben, dass wir da direkt auch ein Shelter hinsetzen. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Jetzt sagt er mir irgendwas von Verbindungsproblem. Das wäre nicht so gut. Ich hoffe, das pendelt sich jetzt ein.
Obwohl ich das eigentlich lustig finde, weil eigentlich quasi ja ich hoste. Aber es läuft halt trotzdem über deren Server. Wenn wieder zu viele Leute quasi zocken wollen, dann haben die wieder ihre Probleme. Da müssen die auf jeden Fall dringend was dran machen. Nur das Oxid, was ich hier abbauen kann. Okay, das sieht mir jetzt... Ja, das sieht aus... Gucken. Scheint es wieder ein Problem beim Server zu geben. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ach, nee. Retrying. Ah, guck ich mal gerade bei Google, ob Icarus schon wieder ein Problem hat. Icarus, Störung. Ich muss, glaube ich, den kompletten Namen von dem Spiel nennen. First Cohort. Störung. Da steht jetzt gerade nix. Ist mein Internet weg? Nö, mein Internet ist da. Okay. That's strange. Kann ich den offline da weitermachen? Ne, da müsste ich einen neuen Charakter machen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Wenn nicht, muss ich das ja, irgendwann demnächst mal nachholen, beziehungsweise vielleicht heute Abend oder morgen früh noch. Damit das halt von der Missionszeit noch hinhaut. Es scheint nämlich gerade nicht zu funktionieren.